Leute, das Leben ist herrlich. Großer Mist ist es. Ich habe eine Wut, ich könnte 12 Eier fressen. Sollen für die Personalakte am Montag einen Lebenslauf abgeben, das ist alles. Ein Lebenslauf? Ja. Das wird ja wohl verrückter. So denn? Ein Lebenslauf? Ich weiß ja gar nicht, wie das Ding gelaufen ist. Also mal. Ein Lebenslauf, weil wir hier mal rumwärmen da. Hast du in der Schule schon gelernt? Da warst du ja gerade krank, denn da. Ich gehe nochmal in die Schule, wegen deinem blöden Ding. Pass auf, Sie brauchen nur 5 Punkte. Beim Lotto. Ja, das wäre schön. Beim Lebenslauf. Erster Punkt. Wann sind Sie geboren? 10:30. Was, das müssen die ja wissen, wann ich geboren? Die Uhrzeit, nicht der Tag ist wichtig. Ach, was für ein Tag. Montag. Montag? Mein Vater sagte auch noch, die Woche fängt gut an. Was, das müssen die wissen. Ja, und der Monat war doch der Januar, ne? Ja, ich hatte gleich kalte Beine. Und Geburtsjahr? 1921. Sag mal, 64, schreiben Sie, ich bin jetzt 43 Jahre. 42. Na, 44. Du hast mir Finger zu viel, was? Sie können nicht rechnen. Weil ich weiß, ich muss doch wissen, du kannst mir nicht noch ein Jahr draufheckern. 44. Ich bin 20. Das ist blöd, ich könnte doch nicht hören. Sind 43? Nein, 42! Oh, nein! Das ist ein Streit, Herr Lüfter. 43. 42! Was? Ich war eher vermisst. Mit dir hat man ja nur Hundelei heute. Jetzt kommt Ihr Vater. Mein Vater kommt hierher, was will der hier? Nee, im Lebenslauf. Beruf des Vaters. Ach, was er gemacht hat? Was er gemacht hat? Ja, das hat er gemacht. Ja, was hat er gemacht? Ach so, nach dem Kriege. Dann hat er so Fleisch- und Fettschiebung. Im Ernst? Nee, in Dresden. Sie können nicht bei einer Fernsehsendung sagen, Fleisch- und Fettschiebung. Sind warum denn nicht? Ach. Fleisch- und Fettschiebung. Der war massiert, der hat immer Heu. Kommen wir nie zu einem richtigen Lebenslauf. Warte, jetzt kommen Ihre Geschwister. Ihren Bruder habe ich heute getroffen. Mein Bruder? Hast du getroffen? Ja. War er nüchtern? Natürlich. War es nicht mein Bruder. War ein Lebenslauf, aber nicht alles rein. Da schreiben Sie doch rein, wo Sie wohnen und wo Sie geboren sind, muss rein. Dresden. In Dresden schreiben Sie rein, ich bin Sachse, das ist ja klar. Sachse? Ich bin doch kein Sachse. Natürlich. Ich bin Rheinländer. Wie kommen Sie auf Rheinländer? Meine Eltern sind Rheinländer, also bin ich auch einer. Wenn Sie in Dresden geboren sind. Ich hatte auch Zähne so ein Kimmel, Herr wenn die Eltern. Das hat er mit Dresden. Natürlich. Nein? Sie lass dir das erläutern, Bub. Pass auf. Wenn die Eltern Rheinländer sind. Ja, ist klar. Ne? Ja. Da muss ich ja auch Rheinländer sein. Nein, das ist Quatsch. Das ist ein wenn Quatsch. Sie in Dresden geboren. Und geh mit deinen Kuchenbleche weg. Nee, immer das. Pass auf. Wenn Sie in Dresden. Nein, das hat ja mit Dresden nichts zu tun. Sie entscheiden Dresden. Ihre Eltern sind zwar in Köln geboren, aber Sie... Meine Eltern sind in Köln geboren, sind Sie Rheinländer? Also, was bin ich? Sachse. Nein! Natürlich, weil Sie in Dresden geboren sind. Könnt ihr denen latschen? Glaubst du das? Wir brauchen es überhaupt nicht. Wenn die Eltern Rheinländer sind, muss ich doch Rheinländer... Ach, du was verdrehtes, wissen Sie, diese Albern gerade zu. Wenn Sie in Dresden geboren sind, sind Sie Sachse natürlich. Nein! Dort, wo Sie geboren werden, das sind Sie doch. Mensch, wenn eine Katze Fischgeschäft Junge kriegt, sind es doch keine Heringe. Ja, da sind Sie. Sagen Sie mal, Herr Matrose. Herr Seemann. Herr Seemann hier. Wir haben mal eine Frage. Sagen Sie mal hier. Wir haben in der Schallplattengar haben wir einen Haufen Geld verdient und jetzt suchen wir bitte so einen Laden, wo man mal einen schnasseln kann, wo man mal eine Flasche Kartoffelsuppe hinter den Knorpel wirbeln kann. Was ja. Wo man bitte sowas los ist. Was ist los hier? Bitte kann Stimmung. Ich Ihnen sagen? Haben Sie so einen Laden? Gehen Sie mal bitte einen Schritt beiseite, da kommen meine 12 Kinder. 12 Kinder haben Sie? 12 Kinder. Hat der eine Freizeit? Rätsel ist ja meine Spezialstrecke. Mit meinen Rätseln habe ich ja schon ganze Völkerstämme verrückt gemacht. Ja, ich weiß, ja. Kennst du zum Beispiel den Unterschied zwischen einem Minister und einem Ehemann? Nur das ist ja ganz einfach. Zwischen einem Minister und einem Ehemann? Ein Minister und ein Ehemann. Nie gehört. Weißt du nicht? Der Minister, der kennt seinen Stellvertreter. Na ja, so ist richtig. Ja. Nee. Doch, das nehmen wir. Das können wir nicht, das ist sehr hübsch. Klar. Ja, wir nehmen lieber das mit dem Wassertropfen. Mit dem Wassertropfen? Warum am Wasserhahn immer so ein kleiner Wassertropfen hängt? Warum am Wasserhahn? Da hängt so ein kleiner Wassertropfen. Was weiß ich, warum der da hängt? Da muss doch ein Wassertropfen hängen am Wasserhahn. Warum denn das? Der Wasserhahn kann doch nicht so machen. Ach, nee, ja. Da muss doch ein Wassertropfen damit hängen. Können wir kein Geld verdienen, wir müssen was Ernsthaftes machen. Oder wir machen Musik. Musik? Musik könnten wir auch machen. Bitte, seit wann kannst denn du Musik machen? Ich habe doch einen Autounfall gehabt, mit Musikern zusammengedonnert. Haben Sie Bluttransfusion gemacht? Jetzt kann ich Geige spielen, der erzählt den ganzen Tag Witze. Ja, weil Sie die Brieriber niedergeschmeppert haben. Ja.
Wo ist dir denn das passiert? In Leipzig, zur Messe, wo die großen Erfinder sind. Na ja, das war's los. Jetzt haben sie wieder ein Ding gefunden. Jetzt haben sie wieder eine neue Rakete. Da rammeln sie zum Mond. Ja, das zieht noch Blasen. Ja. Dauernd kommt da oben einer angehackert. Denkst du, das passt denn? Nein. Passt denn auch nicht. Es wird natürlich einen Grund haben. Freilich hat es einen Grund. Ja. Weißt du, warum die dauernd zu dem Mond noch rammeln? Na, weil sie... Die werden gehört haben, dass der Mond einen Hof hat. Nun wollen sie eine LPG draus machen. Und der Schädel war gerade wieder eingeschlafen. Klingelt's noch einmal. Ich gehe an die Tiere. Okay, ist da? Ich guck zum Fenster runter. Lernt die Liebesbahn meiner Klingel. Hab schon einmal Wasser runtergeknallt. Dauert ohne lange, kam meine Frau hoch, klatschnass. Mein Freund hat aber auch Ärger mit seiner Frau. Gestern kommt er an, sagt er, Mensch, ich habe einen Ärger mit meiner Wirtschaftsgeldvernichtungsmaschine. Gestern komme ich nach Hause, guckt durchs Schlüsselloch, sitzt sie mit einem fremden Kerl auf dem Sofa. So, hast du verhauen? Sagt er, nee. So, lässt sie scheiden? Nee. So, was hast du gemacht? Sagt er, Sofa verkauft. Sagt er, du kannst aber nichts machen. Die weiß ich immer zu helfen. Die weiß ich immer zu helfen. Sonntag haben wir einen Ausflug gemacht mit einem Autobus. Auf einmal kippt die Karre um. Ich bin in den Abhang runtergeflogen. Kam sie angestürzt. So, siehst du, was passiert? So, nee, hol die aus. Haut mir eins aufs Auge. So, bist du dämlich? Haust mir noch ein blaues Auge. So, das brauchen wir da morgen von der Versicherung. Wo bleibt mein Spott? Meine Fresse. Wir haben gestern so gesoffen, dass die Korkenzieher geglüht haben. Und alles durcheinander. Amerikanischen Whisky, dann den sowjetischen Wodka, ein Glas chinesischen Reiswein, und in deutschen Weinbrand. Und jetzt habe ich das Gefühl, da drinnen will einen und anderen überzeugen. Und den habe ich mir heimlich abgefüllt. Das ist amerikanischer Whisky. Ihr erlebt jetzt, wie ich einen Klassenfeind niedermache. Wie ich die Bulle leer habe und gucke aus dem Fenster, werden sie sagen, endlich hängt da mal eine Fahne raus. Gut ist das Zeug, bloß das geht so ins Geld. Habt ihr auch da kein Geld? Ich weiß nicht, was los ist. Ich verdiene im Monat 800 Mark, meine Frau 600 Mark. Dann haben wir jeden Monat 300 Mark für leere Flaschen. Ich weiß nicht, was das ist. Knapp ist, das ist schlimm, erzähl dir keine Märchen. Dass das Wasser knapp ist auf dem Lande, das finde ich gar nicht so schlimm. Doch, das ist sogar sehr schlimm. Ich habe das Gefühl, seitdem auf dem Land das Wasser knapp ist, ist die Milch besser geworden. Ach, süß. Machen Sie mich nicht sauer. Ich bin schon sauer, das Essen war so schlecht. Was hätte denn du wieder zu meckern? Das hat sie vielleicht schmeckt? Das Essen war nicht gut. Ja. Und meine Zunge, die ich hatte, das war ja Zunge vielleicht eine frisch? Delikate. War die frisch? Was? Die war nicht frisch. Die Zunge war nicht frisch. Die war ja so frisch, mit der konnte sie dich ja noch unterhalten. Oder so. Die war ja noch neu, war die. Die war ja... Und wo gibt's denn... Und die Eier waren auch nicht. No, entschuldige mal, wo gibt's denn, dass drei Spiegeleier teurer sind als drei Rühreier? Das gibt's nicht, das muss ja sein. Drei Spiegeleier müssen ja teurer sein. So denn? Wie drei Rühreier. Das ist doch ganz einfach. Drei Spiegeleier, die kannst du ja nachzählen, oder? Muss ich so. Zu Hause ist zu Hause. Jetzt sage ich ja, aber ich habe auch eine Wohnung da jetzt. Eine schöne Wohnung? Ja, ich habe aber Neubau, habe ich. Nur das ist ein bisschen feucht. Feucht? Ich bin jetzt sehr feucht, dieser. So? Ja, mir ist er zu feucht. Gestern habe ich eine Maus im Fall aufgestellt, eine Frima Hering drin. und dann haben die auch die Wände, die haben sie auch ein bisschen dünne gemacht. Dünn? Die sind so dünne. Wenn mein Nachbar Zwieback isst, dann denken wir immer, wir haben Mäuse, ne? Das ist ja zu dünn, oder? Aber ich habe es schon vorgesorgt.
Ich habe sie lauter Bilder gekauft. Landschaften? Nee, keine Landschaften. Eine Ochse, ein Kamel, ein Schwein, eine Ziege, alles habe ich aufgebabbelt. Ochse, Schwein und Ziege? Alles habe ich aufgebabbelt. Warum das? Nur wenn ich mal mit meiner Frau Krach habe, damit die Nachbarn nicht hören, zeige ich mir bloß auf die Bilder. Bitte eine mit Hucke. Prost! Er ist etwas kräftig, ist er. Die Flasche ist mit 80 Eimer Wasser zu verdünnen. Hast du aber in diesem Auto einen... Halt! Ja, nicht so trüllern, das ist das schöne Zeug. Es gibt ja Löcher. Hey! Geh mal aus meiner Pfütze. Wenn du eine Pfütze haben willst, mach dir selber eine. Ich habe einen Ärger mit meiner Frau. Was ist denn los? Ich habe alles durcheinander. Dann habe ich noch Ärger mit meinem Hauswirt. Ich brauche eine Rolle Dachpappe für meinen Hühnerstall. Denkst du, die haben Dachpappe? Alles haben sie aber Dachpappe. Also die Hühner werden da ganz nass. Oh je. Dem Hahn sind ja schon Schwimmflossen gewachsen. Der ganze Hühnerstall voll Wasser. Am besten, ich fress die Hühner und kauf mal Enten. Ja, das wird das Beste sein. Ich habe noch gute Leib mit meiner Frau. Was hast du denn? Ich kann nachts nicht mehr schlafen. Ja, das gibt es. Meine Frau schnarcht und der Hund, der bellt. Ah. Ich habe gesagt, wenn das nicht anders wird, lasse ich mir scheiden. Bravo, das ist ein Machtwort. Ist es denn anders geworden? Jetzt ist es anders. Nein. Jetzt schnarcht der Hund und meine Frau bellt. Aber das. Ihr müsst aber Obacht geben, dass sie nicht mal in die verkehrte Hütte kriechen. Also meine liebe Frau, die isst mir aus der Hand. Deine Frau frisst sie aus der Hand? Aber genau. Spaß und Abwasch. Ja. Aber das Problem ist ja die Dachpappe. Und Dachpappe. Deine Frau frisst sie aus der Hand. Und was war am Sonntag? Bist du unter den Tisch gekrochen, wo sie gemeckert hat. Aber hast du gesehen, wie frech ich da vorgeguckt habe? Ja, aber Dachpappe hat sie auch keine. Da habe ich keine. Prost, exakt. Ist was? Raus ist er. Aber nicht rein. Wo hast du denn den gelassen? Wahrscheinlich habe ich meine Kusche verfehlt. Dann gibst du mir noch einen. Aber trink mal nicht so viel. Jeder Schnaps ist ein Nagel zu deinem Sarg. Ist mir egal, wenn man es sagt, wie ekel aussieht. Ich ärgere mich ja nur, weil ich den gedacht habe. Alles gibt es. Ich habe mir Sandaletten gekauft für 97 Mark und 50. Die haben wir. Aber Dachpappe! Sag mal, Sandaletten für 97,50? Wie denn das? 7,50 Mark kamen die Sandaletten und 90 Mark habe ich Benzin verfahren.